Leute, look at this. Look at this. Was sind meine Haare? Ich weiß es nicht. Ich habe meine Haare komplett ruiniert. Ich kann es euch sagen. Ich wollte eigentlich blond. Ich wollte eigentlich die Haare jetzt auswaschen und dann schön blond werden oder wieder Silber oder sowas. Aber wisst ihr was? Ich krieg das Blau hier nicht mehr raus. Ich krieg das Lila nicht raus. It is grün. It is ugly. Und ich habe gerade mit meiner persönlichen Friseurin Lea geschrieben. Und wir haben beide beschlossen, es gibt nur noch eine einzige Möglichkeit, das zu retten. Und zwar braun drüber. Und wisst ihr was? Das mache ich jetzt. Fuck it. Weil damit, ich fühle mich so unwohl. Ich weiß, meine Haare sind gerade eh, die sind nicht geglättet und so, die sind noch nicht ganz trocken. Aber wisst ihr was? Es geht nicht mehr. Was ist das, Junge? Was ist das? Ich gehe jetzt zum DM. Ich kaufe mir jetzt Haarfarbe. Und irgendwie kriege ich das hin. Okay, ich war im DM. Ich habe mir Haarfarbe gekauft. Lea hat mich beraten. 5,5. Das ist so ein Schokobraun mit leichtem Rotstich. Ich freue mich so. Das wird ein Mental Breakdown, Leute. Ich sag's euch. Ich sag's, wie es ist. Es wird Mental Breakdown. I don't make the rules. So, legen Sie eine Hand über Ihre Schultern. Did that. Und ziehen Sie die Handschuhe an. Doing that. Dann schrauben Sie den Verschluss der Konturationscreme 1AB ab. Ah, hiervon. Ziehen Sie den grauen Ring ab. Okay. Schauen Sie den Verschluss wieder auf die Konturationscreme. Tube der Konturationscreme ist durch den durchgeführten Allergieverdachtstest. Ja, na klar. Das ist bereits abgeschlossen. Füllen Sie die gesamte Inhalte der Konturationscreme in die Entwicklerflasche B. Ich habe noch nie so eine Koloration selber gemacht. Noch nie in meinem gesamten Leben. Was ist denn das da? Maske, okay. Ja, was ich auch komplett vergessen habe, ich brauche einen Spiegel. Ich muss mich ja sehen. Also meine Haare. Es tut mir leid, ich sehe aus wie Hagrid auf Crack. Hagrid auf Crack, dass ich dachte, ich färbe mir meine Haare blau-grün, pink-lila, alle Farben dieser Welt, weil ich habe nichts Besseres zu tun. Ich schwöre bei Gott, ich hasse gerade alle meine vergangenen Entscheidungen, die ich ohne das Beitun von irgendwem, der Ahnung hat, getroffen habe. Die blau zu färben, beziehungsweise blau-lila, war das Dümmste, was ich jemals in meinem ganzen Leben getan habe. Wenn ich noch einmal mir denke, jo, ich habe da ja noch Haarfarbe zu Hause, ich mache das jetzt einfach, oh mein Gott, ich mache das jetzt einfach mal, weil ich bin lustig drauf. Nein, nie wieder. Und warum ist diese Tube so schwierig auszudrücken? Da ist voll viel Luft drin, Bruder. Mach doch nicht diese. Okay, ich glaube, ich krieg da nicht mehr raus. Das wird so lustig. Oh, das wird so lustig, das alleine zu machen, Alter. Das kriege ich ja niemals hin. Wisst ihr was? Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Mental Breakdown captured live on camera. Are you okay? Get out of here. Okay. Was tue ich? Hallo. Ja, ist okay. Mein Paket ist gerade angekommen.
Also, ich weiß immer noch nicht, wie ich das alles gleichmäßig hinbekommen soll. Ich klatsche mir diese Farbe einfach random auf meine Haare und es ist schrecklich. Hilfe. Ja, ich klecker auch überall hin, auf den ganzen Tisch und meine ganzen Klamotten, aber ich gebe keinen Fick. Das interessiert mich einfach nicht. Ich möchte das einfach nur so schnell wie möglich hinter mir haben. Es wird wirklich dunkel, das so kann ich sagen, aber auch einfach nicht gleichmäßig. Meine Haare sind so am Arsch, die sind so kaputt, Leute. Ihr habt keine Ahnung, wie kaputt die sind. Meine Hose. Die Hose ist eh trash. Ich bin halt auch einfach arschkurzsichtig. Ich sehe halt auch einfach nicht, was ich mache. Oh mein Gott. Fuck! Ich glaube, so schlimm war es noch nie, wenn es um meine Haare ging. Also es ist wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir echt denke, was? Einfach nur WAS. LOL-Moment! Absoluter LOL-Moment. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das hier schon ein Le Mans-Moment ist oder noch ein LOL-Moment. Was soll ich sagen, aber das sieht immer noch grün aus. Wären meine Haare wenigstens vorher wirklich trocken gewesen oder mal durchgekämmt. Aber nein, Clara denkt sich, ich fang einfach mal an. Wird schon gut gehen. Nichts wird hier gut gehen. Absolut gar nichts geht hier gerade gut. Also so viel kann ich zumindest sagen, dass hier wirklich nichts gut geht. Dass hier wirklich gar nichts, gar nichts, gar nichts gut geht. Ich will mir nie wieder meine Haare selber färben. Ich will mir nie wieder meine Haare selber färben. Aber ich werde es tun. Ich werde es immer und immer und immer wieder tun. Farbe ist drauf, 30 Minuten ziehen lassen. Ich habe keine Ahnung, was es wird. Das Einzige, was ich wirklich hiervon mitgeben kann, ist, färbt euch niemals die Haare blau. Färbt sie euch nie blau. Macht es einfach nicht. Ihr kriegt es nie wieder raus. Blau geht einfach nie wieder raus. Ihr könnt es komplett vergessen. Niemals blau färben. Ja, das ist mein Tipp für euch. Es ist vollendet. Oh mein Gott, es sieht so dunkel aus in dieser Kamera. So dunkel ist es eigentlich gar nicht. Nun ja, I did it. Meine Haare sind jetzt braun. Also es war alles durchgeplant, okay? Es war alles abgesprochen und durchgeplant. Ich habe heute Morgen ein Bild an Lea geschickt und sie meinte, yo, da hilft gar nichts mehr. Das kannst du braun machen. Braun mit dem Rotstich. Es ist halt oben ein bisschen rotstichiger als unten, weil obviously oben auch noch pink war, anstatt grün, blau, lila, whatever. Naja, zumindest wird es jetzt ein paar Monate wahrscheinlich so bleiben. Dann kann ich es irgendwann wieder blondieren und dann werden sie rosa. It is jetzt so, wie es ist, ne? It is what it is, Leute. It is what it is. Das war heute ein Mental Breakdown. Ich bin auch absolut mit den Nerven am Ende. Ich habe gar keinen Bock mehr auf alles gerade. Aber ja. Ich weiß auch nicht genau, welche Persönlichkeit gebe ich diesen Haaren. Wer bin ich jetzt? Bin ich jetzt eine Basic Bitch? Was bin ich jetzt? Ich weiß es nicht. Voll Identitätskrise, Mann. Voll Identitätskrise. Naja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen.